Herr Bello, Sie wurden heute zum neuen CDF-Intendanten gewählt. Im nächsten Jahr lösen Sie damit Marco Schächter im März ab. Freuen Sie sich auf Ihre neuen Aufgaben und glauben Sie, denen gewachsen zu sein? Das will ich schwer hoffen. Ja. Wenn ich es nicht glauben würde, hätte ich es nicht versucht. Aber es ist natürlich schwierig, aber es macht auch Spaß. Ich bin schon so lange im Fernsehgeschäft und das ist jetzt so mein dritter Abschnitt im Berufsleben. Nein, ich freue mich drauf und werde versuchen, das Beste daraus zu machen. Wächst man da als Programmdirektor in seine Rolle oder? Ja, es ist Programmmanagement und dann noch sehr viel mehr. Das Gesamthaus im Auge behalten, auch die Rahmenbedingungen für ein Haus. Auch die Finanzen sind natürlich wichtiger als Intendant. Es ist eine interessante Erweiterung. Wo glauben Sie in 5 Jahren zu sein in Ihrer Amtszeit? Ich hoffe, dass das Programm besser dasteht. Am Ende zählt ja nur das, ja, dass wir überzeugen, dass wir die Qualität zeigen, die die Leute von uns erwarten, wenn sie Gebühren zahlen. Alles andere ist eigentlich nebensächlich. Wo ich persönlich stehe, ich weiß es nicht. I will do my very best. Herr Bello, vielen Dank und viel Glück. Gerne.